Liebe Schwestern und Brüder, es herrscht Klärungsbedarf, dringender Klärungsbedarf. Bei Petrus damals, hier am See von Tiberias, nachdem Jesus sich mehrfach nach seiner Auferstehung zu erkennen gibt, sich zu sehen gibt, aber auch bei uns. Denn wir sind ja verwickelt in dieses Evangelium. Die Fragen, die Jesus Petrus stellt, stellt er auch uns. Und er stellt sie mehrfach, immer wieder. Immer wenn es darum geht, was er ihm zum Schluss sagt. Folge mir nach. Was bedeutet das? Ich weiß, dass manche einen ganzen Aktionsplan aufstellen würden. Aber Nachfolge ist nicht Aktion. Nachfolge braucht keine Theorien und keine Pläne. Nachfolge braucht nur eines, Liebe. Und nicht irgendeine Allerweltsliebe. Das ist nicht das, was Jesus hier fragt. Nicht irgendeinen schnellen emotionalen Überschwang, den Jesus hier abfragt und den man schnell, mit dem Mund sind wir immer schnell wie Petrus, den man schnell sozusagen mit den Worten bestätigt. Das ist hier nicht gefragt. Der Klärungsbedarf, der bei Petrus stattfindet, muss auch unserer werden. Was muss da geklärt werden? Auch wenn sich alle an dir ärgern, ich nicht. Aber Petrus ärgert sich über diesen Jesus. Dieser Jesus ist nicht so, wie Petrus sich das vorgestellt hat. Petrus will keinen Christus, keinen Sohn Gottes, der am Kreuz stirbt, mit dem Schrei der Gottverlassenheit. Den will er nicht. Er will keine Passion des Messias. Und Petrus sieht sich selber gar nicht in der Rolle, dass er ein verlorenes Schaf ist, wie in der Nacht der Passion und des Verrates, dass der gute Hirte ihm nachgehen muss und dass es nicht seine Leistung ist, dass er hier zum Hirten bestellt wird, sondern Geschenk. Geschenk des guten Hirten an ein Schaf seiner Herde, an das Verlorenste, wenn wir an die Passion denken. Das gilt es zu klären. Die Frage Jesu an Petrus wie an uns, liebst du mich, heißt, liebst du einen Jesus, den du dir selber bastelst, den du dir vielleicht in noch so frommen Fantasien vorstellst? Oder liebst du den Jesus, den du kennst, den du kennen darfst aus dem Evangelium, keinen anderen, nur diesen? Liebst du diesen Jesus? Liebst du seine Worte? Liebst du das, was er tut? Liebst du den Weg, den er geht, bis zum bitteren Ende? Ein Weg, der durch das bittere Ende hindurch ins Licht führt. Liebst du mich? Es liegt an uns, an jedem und jeder von uns, diese Frage zu beantworten, wenn wir sagen, wir folgen Jesus nach.